Eine Art, auch wenn ich jetzt mich öffne, da ist es wie eine Art Auslieferung vielleicht Ja, sogar. Auslieferung, genau nach dem Wort habe ich gesucht. Das fühlt sich wie so ein Ausgeliefertsein an. Ja, also da merke ich auch in meinem ganzen Körper so, oh, Da passiert was, also ich weiß nicht, da ob das passiert gerade was. bei mir stehen, die Haare Ja. zu Berge. Genau. Und ich hatte letzte Woche so eine Situation, wo ich mich so richtig ausgeliefert gefühlt habe. Also da ist ja meine Mama jetzt im Krankenhaus gewesen und es ging darum, dass ich sie besuchen wollte und konnte ich ja meine Tochter nicht mitnehmen. Und genau da ging es dann los, so ja, okay, jetzt suche ich jemanden, der für meine Tochter da sein kann. Und dann dieses, naja, aber irgendwie habe ich Angst vor dieser Ablehnung. Ich hab mich richtig ausgeliefert gefühlt. Den Menschen, die ich gefragt habe, habe ich mich richtig ausgeliefert gefühlt. Und gleichzeitig habe ich mich natürlich, habe ich auch innerlich gemerkt, Jasmin, nee, also ich möchte mich da auch überwinden und auch lernen, mit einer Ablehnung auch klarzukommen und wirklich das auch zuzulassen, weil die anderen dürfen mich ja ablehnen. Auch gerade aus der Sichtweise oder halt aus dem, wie ich das jetzt mittlerweile für mich wahrnehme, ich kann niemand anderen verletzen, ohne mich selbst zu verletzen. Absolut. Also ich spüre es mittlerweile sogar, wenn ich jetzt jemanden verletzen würde, wenn ich dem jetzt irgendwas ja antun würde, das spüre ich in meinem eigenen Körper. Und so versuche ich dann immer zu denken, okay, wenn der andere mich ablehnt, lehnt das sich ja eigentlich selber ab. Und das hat dann auch nichts mit mir zu tun.